In der menschlichen Erfahrung gibt es immer wieder etwas, was oft mit Worten sich gar nicht wiedergeben lässt, eher umschreiben lässt, mit dem Wort des Zufalls, der Konstellation, der Stimmigkeit im Moment. Und Wahrnehmung des so Umschriebenen führt dann oft zu diesem faustisch-prometheischen Wunsch des Verweile doch. Kairos wird das oft genannt. Ja, ja, der doch immer vorübergeht eben. Ja. Ja, 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 ja. Sicher ist das eine der Urerfahrungen von Zeit, dass dieser Gunst des Augenblicks einen so inspiriert. Schließlich ist in jedem menschlichen Kontakt ein Element dessen. Und ich selber glaube, dass das die große Aufgabe in stark rationalisierten Gesellschaftsverhältnissen ist, die Fähigkeit zu wecken, diesen Augenblicken zu gehorchen. Ich nenne das mit Kant sehr gerne Urteilskraft. Etwas, das man nicht beweisen und nicht machen kann und was doch entscheidend wird. In diesem Moment des Kairos scheint ja Dauer fast aufgehoben zu sein und nur das Vorher und Danach macht ihn als solchen wieder zum Moment der Dauer. Ja, so wie wir mit begreifendem Denken daran herantreten wollen, sehen wir ja sofort die Problematik, dass ein Augenblick, was schon die Griechen bedacht haben, eigentlich nicht ist. Denn er ist ja immer schon vorbei, wenn man auch nur ihn als er ist bezeichnen will. Und das ist ja die bekannte Aporie, die bekannte Schwierigkeit, zu denken, was ist Zeit? Wenn genau der Augenblick, den wir am meisten als Zeit empfinden, eigentlich schon immer vorbei ist oder noch nicht da ist. Und an dieser Frage hat sich in der Tat das abendländische Denken ganz besonders stark entzündet. Dieses abendländische Denken, das ja sicherlich auch Voraussetzung war für den Moment der Wiederaufnahme des Kairos-Begriffs in diesem Jahrhundert, als die existenzielle Erfahrung nach dem Ersten Großen Weltkrieg sich in vielerlei Formen auch des Expressionismus zum Ausdruck brachte, aber vor allem auch von geschichtsbewussten Menschen, da vor allem von Theologen sehr ernst genommen wurde. Man kann sicherlich da nennen Karl Barth und Thorneisen und andere, aber wohl vor allem doch Paul Tillich, der sich hier schon 1922 sehr deutlich geäußert hat. Ja, ja. Also der Tillich war ja unser Kollege. Das heißt, ich war noch so Werdender in Marburg. Und ja, ja, der Kairos, das war so sein Stichwort. Und in dieser Zeit war das aber in der Luft. Auch der junge Heidegger hat in der gleichen Zeit sogar dieses, Heidegger war ja darin immer sehr wuchtig und manchmal etwas brutal und hatte den Ausdruck Kairologie erfunden. Aber als dann Tillich so viel mit Kairos machte, verschwand der Ausdruck aus dem Vokabular von Heidegger. Aber die Sache blieb natürlich und wurde ersetzt durch den Augenblick, das heißt den Kierkegaardschen Ausdruck. Wie überhaupt das, was Sie schildern, diese Wiederaufnahme des Kairos-Begriffs in der Zeit des Ersten Weltkrieges und danach, eine Entsprechung hat in der Kritik Kierkegaards
an dem deutschen Idealismus und an Hegel. Und die letzte Schrift von Kierkegaard hieß ja Der Augenblick. Und das war nun sehr wörtlich genommen und findet sich auch in Heideggers Denken sehr deutlich. Der Augenblick, dieser wirkliche Blick, der sich sozusagen einen Augenblick öffnet. Das hängt sehr eng miteinander zusammen, dass hier man eben nicht von dem Jetzt spricht, das eben sich der Identifizierung sozusagen entzieht, weil es ja wegfließt, sondern eine Dimension öffnet, wie sie im Wesen des Blickens liegt. Und das ist das, was Sie beschrieben mit Konstellation und Fruchtbarkeit. Auch der fruchtbare Augenblick ist ja ein bekannter Ausdruck. Ja, das war wohl der Grund, warum der Begriff des Kairos damals auch wieder aufgegriffen wurde, der im Griechischen selber nur ganz gelegentlich auftritt. Die Griechen standen noch nicht so unter dem Druck des Konstatierens und des Messens. Dieser Begriff hat ja sicherlich auch nochmal die besondere Bedeutung bekommen durch die Zuspitzung, die sowohl bei Kierkegaard schon angelegt war, wie dann aber bei Tillich besonders aufgenommen, durch die Heilsgeschichte. Hier war Anfang und Ende gesetzt und der Kairos, der in dem biblischen Kontext des Neuen Testamentes auf die Erscheinung des Christus hinzentriert war, jetzt in die Eschata, in die kommenden Dinge, an das Weltenende mitgesetzt war, als Vorausahnung. Ja, sicherlich, aber mit der Modifikation, dass insbesondere das protestantische Christentum doch schließlich daraus entwickelt hat, dass der Augenblick jeder Augenblick ist, nämlich der Augenblick des Glaubens oder Nichtglaubens. Also nicht eine Erwartung in Bezug auf etwas Kommendes, sondern etwas, was sich in jedem Augenblick entscheidet. Dadurch kam damals dieser existenzielle Begriff der Entscheidung so stark zu Ehren und eben auch der Kairos-Begriff im Grunde als etwas, was jeder Augenblick sein kann. Also bei Bultmanns Theologie spielte das eine ganz gewaltige Rolle und ich erinnere mich aus meiner Kindheit. Ich war in einem naturwissenschaftlichen Elternhaus aufgewachsen und also von der Kirche hielt man nicht so sehr viel da. Aber im Religionsunterricht hatten wir in der Prima dann einen Lehrer, der plötzlich, mit dem wir Neues Testament lasen, auf Griechisch, und wo wir ebenso naiv sagten, ja, das ist natürlich das künftige Geschehen, das letzte Gericht und Auferstehung oder Verdorbenbarmung. Und er sagt, nein, wo steht denn das? Im Neuen Testament steht, und du wirst morgen mit mir im Paradiese sein, weil du heute geglaubt hast. Also dieser Augenblickswert, den kann man gerade auch ablösen von diesem eschatologischen Begriff des Späteren. Und Eschatologie heißt in der protestantischen Theologie von heute der Augenblick des Glaubens oder des, ich erinnere mich, unser Pastor pflegte immer, die Predigt zu öffnen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das war sehr lutheranisch. Ganz und gar diese Zentrierung auf den Glaubensvollzug des Jetzt und nie wieder. Genau, das meinte ich. Nicht, die in dieser Thomas-Zitierung des Pastors ja sehr deutlich war. Und die dann ja Paul Tillich in den 20er Jahren auch versuchte, auf den geschichtlichen Augenblick zuzuspitzen. Ja, das hat er dann von Schelling her entwickelt. Ja. Die Frage, die sich natürlich hier dann in dieser Doppelheit des Kairos-Begriffs in diesem Jahrhundert stellt, ist, wie neutestamentliche und griechische Welt, also fast jüdische und christliche Welt,
hier aufeinandertreffen. Auch die Frage, wie denn Menschen heute mit dieser Erfahrung von Aufhebung der Zeit und, ich nenne das einmal in der existenzialistischen Sprache, dieser Geworfenheit in die Zeit umgehen. Ja, nun, das ist die ganze große Lebensfrage der Religion in unserer modernen Welt. Wir sind ja alle Menschen der Aufklärung. Und wir sind doch wohl auch dessen uns zunehmend wieder mehr bewusst, dass die Aufklärung selber ihre Grenzen erfährt im Menschen. So hängt es wohl zusammen, dass wir alle, mindestens seit der deutschen Romantik, etwas von diesem Problem wissen. Wie man in der Welt der Wissenschaft und ihrer Meisterung der Erfahrung durch Messen und Wägen und Rechnen dennoch eine andere Erfahrung von der Wirklichkeit zu pflegen hat. Das hat in der Tat ganz entscheidende Bedeutung. Und insofern sehe ich auch diesen Akzent auf den Augenblick als das Stichwort, wie man in der modernen Welt der Wissenschaft zu den eigentlichen menschlichen Erfahrungen zurückfindet. Sodass man nicht, also wir kennen das ja alle, am meisten doch aus dem Zusammenstoß dieser beiden Elemente unseres Menschseins an der Medizin und daran, wie da die Wissenschaft schließlich nicht einen Fall zu behandeln hat, sondern einen Menschen, was sie in der Regel nicht kann bei dem modernen Leben. Ich finde immer, die Medizin ist vielleicht für dieses Problem die anschaulichste Spannungserfahrung, die ja jeder Kranke, ich meine, ich musste mal wegen einer Störung in eine Klinik, und eine ganz moderne Klinik, das Erste war, ich kriegte eine Nummer und mein Name war vergessen. Sie hatten aber sich nicht vergessen. Eben. Aber man bekam plötzlich das Bewusstsein, dass man als Fall einer Institution nur noch gesehen ist und nicht als der andere. Ich war mit Viktor von Weizsäcker sehr befreundet, der ja in Heidelberg diesen Gesichtspunkt, auch in der Freundschaft mit Buber und anderen, diesen Gesichtspunkt des Ich-Du-Verhältnisses im ärztlichen Leben sehr stark zur Geltung gebracht hat. Und das hängt auch mit unserem Problem zusammen. Und an dem so eindrücklich persönlich geschilderten Beispiel macht sich ja sowohl deutlich, denke ich, die Wichtigkeit der Feststellungen, die Newton und Kant in diesem Prozess der Wahrnehmung der Zeit gestellt haben, aber auch, dass sie letztlich nur Schritte auf die Zeitwahrnehmung hin gemacht haben mit ihren Klarstellungen. Ja, nun, das ist natürlich das ganze Erbe unserer abendländischen Zivilisation, die ihre griechischen Anfänge schon nie ganz verlassen hat. Bei Aristoteles lernt man, die Zeit ist das Gezählte an der Bewegung. Das heißt, es ist Messung der Zeit, die selbst schon bei Aristoteles den Zeitbegriff mitbestimmt. Und in der newtonschen Physik wird das dann freilich noch auf eine ganz andere Grundlage gestellt, indem es überhaupt nur noch die Funktionszusammenhänge gibt und nicht mehr das Seiende in seinem Bewegtsein, sondern die Bewegung als solche. Aber das sind schwierige Dinge, an denen wir alle noch laborieren, die jetzt wie immer wieder eine große Rolle spielen, natürlich
Ich gebe das immer als Beispiel, wie doch eigentlich jeder Mensch an dem Rätsel der Zeit. Irgendwo ganz spontan. Das ist gar keine Frage hoher Bildung. Nachdenklich werden kann. Zum Beispiel, wenn man lernt, ja, da ist der Big Bang, dieser Urknall, mit dem das ganze Universum erst entstanden ist, dass ganz einfache Menschen immer wieder fragen, und was war vorher? Und da hat ja Augustin diese Frage schon gestellt, auf die dann Luther die schöne Antwort gegeben hat. Was hat eigentlich der Gott gemacht vor der Schöpfung? Sie kennen die Antwort? Luther hat gesagt, er ist in den Wald gegangen und hat Weiden geschnitten, um die Leute, die so fragen, mit Ruten zu schlagen. Was er damit meinte, ist, wie mir scheint, sehr fein. Es sagt nämlich, ihr sollt nicht aus leerer Neugier fragen. Ihr sollt euch was dabei denken. Trotzdem, wir können gar nicht anders, diese sinnlose Frage zu stellen. Kürzlich ist ein sehr hübsches Buch erschienen, das für Laien das darstellt. Das heißt direkt die Geschichte der Zeit. Wie ist es dazu gekommen, dass es Zeit gibt? Erst durch den Urknall. Erst dadurch, dass etwas geschieht. Ja, so ist da die Lehre. Und natürlich werden wir als denkende Menschen, und das hat Aristoteles auch schon gesehen, sagen, ja, ja. Aber wir fragen ja doch hinter diesen Augenblick. So geht das nicht, dass ihr mir sagt, die Zeit entsteht da erst. Wenn wir denken, ist sie schon entstanden. Es ist wahrscheinlich, wie Hawking das ja auch versucht zu belegen, diese Zeitdefinition gar nicht möglich, ohne das Zeitbewusstsein, das der Mensch entwickelt. Eben, das hat Aristoteles auch schon gesehen, ja. Dieses unendliche Weiterdenken, das sind wir. Auch in all unserer Endlichkeit. Ja, ja. Und die schöne Rückwendung, die man ja Luther fast auch unterstellen könnte und die Hawking in gewisser Weise ja auch antönen lässt, dass über dieses Messbare hinaus und Erfahrbare hinaus von Zeit etwas existiert, das darüber hinausgeht, nämlich das Spiel. Ja, ja, ja. Das freie Spiel der Einbildungskraft, sagt Kant, und das Spiel der Gedanken und alles spielen, auch wenn es nur ein geträumtes ist. Ja, ja, ja. Ist das nicht eine notwendige Bedingung, auch fast ein Konstitutiv für Verhalten des Menschen, in der Zeit, wenn der geschichtliche Augenblick als ein jetzt so und so nie wieder eminent mitbestimmt, was in der Zeit noch geschehen kann, dann muss doch dieser spielerische Zugang auf eigenes Handeln und Zeiterfahrung auch eine Art von ethischer Haltung gegenüber dem Kairos hervorrufen. Ja, man darf sich hier fragen, wo setzt das eigentlich Menschliche ein? Denn dass das Spiel als solches ja in der Natur auch ohne den Menschen, denken wir an das Spiel der Mücken oder was immer es ist, was wir im Sommer sehen. Und überhaupt am Jungtier und am Tier diese Spielfreude. Trotzdem ist der Mensch das einzige lebendige Wesen, das Sinn für Zeit hat. So hat Aristoteles gesagt. Und das ist genau, was sie meinen. Sinn für Zeit heißt Leerraum von Zukunft haben, den man so oder anders ausfüllt. Das Anhalten sozusagen, die unmittelbare Reaktion, wie wir ja auch sagen, in der Tiere auf Reize und Gefahr und alles reagieren, ist bei Menschen Aktion. Das heißt, wir können an uns halten, wir können so oder anders,
Und wir stehen alle vor dieser ständigen Aufgabe, das Bessere zu wählen. Das Kant hat mal einmal gesagt, wenn die Natur nichts anderes mit uns vorgehabt hätte, als uns recht angenehm durch das Leben zu bringen, dann hätte sie es falsch gemacht. Dadurch, dass wir wählen, können wir falsch wählen, können wir uns in einer Weise irren, die uns auch nachher, dann ist das Gedächtnis und die Bereuung, der Selbstvorwurf und so weiter trägt. Also alle die sittlichen Probleme, auf die Sie anspielten, die den Menschen auszeichnet, hängen zusammen mit diesem Freiraum, den auszufüllen, durch die Wahl des richtigen Ziels und der richtigen Mittel zum richtigen Ziel. Also Karl Ross in seiner Vielfältigkeit auch ein Stück weit das rechte Maß, wenn man es mit Hegelschen Begriff nennen wollte, die gehemmte Begierde. Ganz recht, darum handelt es sich. Es ist die gehemmte Begierde. Ja. Das rechte Maß hier, wir haben den Ausdruck schon einmal im Gespräch mit mir gebraucht und da möchte ich da auch daran anknüpfen, weil sich hier so schön zeigen lässt, was für verschiedene Begriffe von Maß wir dabei bedenken müssen. Es ist nicht das Maß, mit dem wir messen. Also das Maß, das wir an etwas herantragen. Das Metermaß, das glaube ich in Paris noch immer in seiner unverfälschten Länge wohl verwahrt ist. Sondern es ist überhaupt nicht ein Maß, das wir an etwas herantragen. Es ist ein Maß, dass das Seiende selber hat. Im Griechischen nennt man das den Unterschied zwischen Metron und Metrion. Ich weiß, dass das, was sozusagen die Harmonie und das innere Maß einer Sache hat und wahres Erfassen der Wirklichkeit besteht eben nicht nur darin, dass wir über sie aufgrund unserer messenden Wissenschaft verfügen, sondern auch, dass wir ihr eigenes Richtigsein erfahren werden. Was uns ja so rühren kann, etwa am Kind, das keinen Sinn für Zeit hat, das dadurch so einzigartig wirklich aufgeht im Augenblick, wie wir selber in unserem geplagten und sorgenvollen Dasein uns doch immer wieder erst mühsam erarbeiten müssen. In doppelter Weise, theologisch verstanden wie rein pragmatisch, möchte ich fast im Kontext dieser Schilderung des Kindseins sagen, wirklich die Offenheit zu haben, und das hieße sich dem Kairos zu stellen, für das Unbedingte. Das ist die Weise, wie wir diese Erfahrung festzuhalten suchen müssen. Ja. Das ist sie. Dazu kommt dann noch etwas, was Aristoteles, wie er so häufig mit dieser Direktheit und Kürze gesagt hat, nämlich das Hos Dei, ja. Wie es sich gehört. Das ist genau der Punkt seiner Ethik, die immer wieder unseren modernen, verwissenschaftlichten Rationalismus zur Verzweiflung bringt. Dass er nie recht sagt, was das denn eigentlich ist. Hos Dei heißt also wörtlich, wie es sein soll oder wie es sein muss. Und Aristoteles beschreibt also sehr gerne, darauf käme es an, sich zu verhalten, dann in dieser Richtung, wie es Hostei, wie es richtig ist. Und dann soll er beschreiben, was das ist, und dann kommt er auf diesen Begriff eines Gefühls oder eines Wissens um das, wie es richtig ist, das eben nicht Wissenschaft ist. Und das ist ein Ausdruck, der auch in meinen Arbeiten eine ganz zentrale Rolle spielt.
und den Heidegger mich zuerst wirklich hat sehen gelehrt, den Ausdruck der Phronesis. Das ist ein griechisches Wort, das man gebraucht für Leute, also wie soll ich es übersetzen, Vernünftigkeit. Aber eine Vernünftigkeit, die nicht nur sozusagen immer die besten Mittel zu blödsinnigen Zwecken findet, sondern auch eine Vernünftigkeit, die sich vernünftige Zwecke setzt. Und damit haben wir natürlich in Wahrheit das ganze Menschsein in einem entscheidenden Punkt getroffen. Unsere heutige Philosophie ist von dieser Bemühung ständig begleitet. Das, was wir durch die Wissenschaft leisten können, was auch im jungen Heidegger noch sprachlich immer erscheint, das Verfügen können über. Und was dann bei Bultmann, wie Sie sich erinnern werden, auch immer die Unverfügbarkeit des Glaubens heißt. Das ist in Wahrheit ein stoischer Begriff und in Wahrheit einer, der mit der modernen Wissenschaft ganz gut im Bunde war. Aber worauf es offenbar ankommt, ist, dass dies eine voluntaristische Einseitigkeit der Moderne ist. Und das lernen wir langsam, besser denken und insofern behält für uns, und zwar übrigens nicht nur für uns, sondern für alle großen Kulturkreise der Welt, eine steigende Bedeutung, wie wir gegenüber dem machen können, aufgrund des Verfügenkönnens über, des Beherrschenkönnens. Selbst die Ärzte sagen einem, auch diese Krankheit beherrschen wir. Was liegt da drin an für einen Weltzugang? In der Tat einer, der unsere Kultur in hohem Grade geformt hat. Aber wir sehen eben auch, dass das nicht alles ist. Und an diesem Thema geht uns gerade auch die Unverfügbarkeit der Zeit auf, zum Beispiel in Tod oder Geburt, in den Dingen, die wir eben nicht machen können und vor denen uns hoffentlich auch ein Rest allgemeiner Vernünftigkeit bewahren wird, jede Gentechnik zu missbrauchen. Sie haben ja in Ihren Schriften häufig den Grundbegriff des Noein übersetzt mit dem Innesein. Ja. Das ja nun etwa parallel gesetzt zur Weiterführung der Phronesis in der Sophrosyne, dem Wissen des Wissens, weiterführt als das bloße Sachwissen, das ich in der Zeit ansetze, sondern mich in der Zeit noch einmal konzentriere, ja eigentlich wieder auf das Jetzt und Nie wieder. Ja, für diesen Ausdruck Innesein, der mir schließlich sich zwingend auflegte, um das entscheidend Wichtige zu treffen, liegt in der Tat, dass, was auch die Griechen selber empfunden haben, dass, was wir ja auch noch bei jedem Gefühlserlebnis haben, dass wir sagen, kann man hier sagen, ich fühle etwas? Oder ist nicht jedes Fühlen ein derartig einheitliches Innesein? Zum Beispiel des Schmerzes. Da fühle ich wohl etwas, aber doch auch der Schmerz, der ist das Ganze. Wir können den nicht einmal lokalisieren. Tut's da weh? Oh ja, es tut da weh, wenn der Arzt da fragt. Aber in Wahrheit tut es uns weh. Also mir weh. Und nicht der Stelle da. Deswegen ist Innesein, glaube ich, eine sehr, sehr treffende Bemerkung, auch weil sie mit einschließt, dass man da sozusagen zu lauschen hat. Dass man da nicht sofort auf etwas zustürmt, sondern erst einmal hinhört. Worauf habe ich hier zu lauschen?
wessen werde ich hier inne? Ich glaube, dass es auch sprachlich so ist, dass das griechische Wort nous mit dem Wittern der Gefahr beim Wild, dass es daher von der Nase kommt. Nous und Nase hängt zusammen. Ja. Und Kairos dann als Erfahrung? Doch, das ist die sublimierteste Form. Die Identität auch von Sein und Innesein darstellt. Obwohl ich sagen würde, der Kairos ist doch eigentlich das, dass wir im Rückblick erst dankbar vermerken. Das war eine glückliche Stunde. Das war ein gutes Gespräch. Wer sich sozusagen jetzt auf ein gutes Gespräch vorbereitet, der tut was Falsches. Die Gunst des Augenblicks, der Kairos macht es. Und dazu wahrscheinlich dieser Erfahrungshorizont sowohl des Maßes, wie auch, um wieder einmal einen der alten Begriffe aus dem Griechischen zu nehmen, des Medenagan, nichts zu sehen. Sicher, das ist, ich sage immer, wenn wir uns fragen, was wir eigentlich von der griechischen Welt heute so aktuell empfinden, so gebe ich dem immer eine ganz bestimmte, herausfordernde Formulierung. Es gibt im Griechischen kein Wort für Wille. Es gibt alle möglichen Ausdrücke. Entschlossen sein zu oder so etwas. Aber Wille, dieses, was wir dann auch in der Neuzeit allerdings erst unter dem Druck der modernen Wissenschaft den blinden Willen nennen. Im 18. Jahrhundert bei Kant ist der Wille noch eine Form der Vernunft, der praktischen Vernunft. Aber bei Schopenhauer hört das auf. Da wird es dann der blinde Wille, der Drang der Natur, das Unbewusste, das Drängen und all dieses. Ja, ja, das ist wohl so, dass wir an den Griechen dadurch etwas lernen können von der enormen Einseitigkeit der Weltzivilisation, die Europa heraufgeführt hat. Und dass wir heute vor der Menschheitsaufgabe stehen, Gleichgewichtsstörungen, die sich mehr und mehr zeigen, aus dieser Situation heraus zu balancieren. Das ist die Aufgabe, vor der alle Weltkulturen von heute stehen und erst recht die sogenannten unterentwickelten Länder. Ich bin in manchen gewesen, um mir das so wirklich an Ort und Stelle klarzumachen, wie fragwürdig es ist, den Export unserer Zivilisation in sich geschlossene Zivilisationen und Lebensformen zu betreiben. Ich habe mal bei den Bushmännern in einer schwarzen Universität gelehrt. Auf Englisch, es war Südafrika. Und habe da gesehen, wie die Kinder, immer wenn ich nach Hause gefahren wurde, aus der Schule kamen. Und was für eine Befreiung in ihnen war. Die hatten da Englisch lernen müssen. Und auch bei den Studenten habe ich natürlich alle nur auf Englisch unterrichtet. Auch die Afrikaner haben nur Englisch gesprochen. Und wir kommen ja oft genug, wenn wir dann tief genug in diese Kulturen einsteigen, nicht nur in das Staunen, sondern auch an die Grenze unserer Machbarkeitswahnwitzigkeit, wenn wir sehen, welches Buch für diese Menschen die Natur war, welche Frühzeichnungen wir finden können aus deren Kulturen. Kann. Ja. Ich bin in solchen Grals gewesen. Also da eben aus all diesen Erfahrungen habe ich gelernt, wie vorsichtig wir sein müssen. Jetzt nun auch in weniger krassen Fällen, auch wenn es sich, sagen wir mal, um den deutschen oder den asiatischen Osten Europas handelt, die im Augenblick so wie ein großes Rätselfeld vor uns liegt. Wie vorsichtig wir sein müssen, wenn wir da nicht einfach einen falschen Kolonialismus ins Werk setzen. Sicherlich werden wir nur
durch vernünftige Selbstbeschränkung für uns selber was lernen können. Ich warte immer darauf, dass auch an diesem Punkt ein Kairos auf uns wartet, wo wir jetzt lernen müssen, dort, wo wir helfen können und helfen werden und auch mit unserem Gewinn helfen werden, wenn etwa die deutsche Wirtschaft Gelegenheit haben sollte, den Lebensstandard unserer Mitbürger im deutschen Osten zu heben. Dann ist das eine Aufgabe, das mit dem Maß zu tun. Wenn Zeit also zu sich selbst kommt, braucht sie Ausdrucksweisen, die pluriform sind. Ja. Ich glaube ja deswegen auch an den Segen der Vielsprachigkeit der Welt. Ja. Ich möchte noch mal auf eine kurze Erwähnung zurückkommen, die Sie vorhin im Kontext von Zeit erfahren, Zeit messen und Kairos gebracht haben. Und zwar sprachen Sie vom schließlichen Ende menschlichen Lebens, dem Tod, und möchte diese Erfahrung in Zusammenhang setzen zu einem Satz, den Sie häufig auch in Ihren Schriften zitiert haben, des Alkmaion von Kroton, der aufgeschrieben hat, die Menschen müssen deshalb sterben, weil sie es nicht gelernt haben, das Ende mit dem Anfang zu verknüpfen. Sie zitieren mich in meiner Übersetzung, über die ich einen Briefwechsel mit Heidegger hatte. Der nahm Anstoß daran, weil es im Griechischen heißt Dynastei. Also nicht gelernt haben, sondern nicht kann. Aber ich hatte, also weil sie es nicht können, das Ende mit dem Anfang. Aber ich glaube doch, auch ihn überzeugt zu haben, dass ich im Grunde richtig übersetzt habe. Denn wenn ein Arzt das in einen solchen Satz formuliert, so sagt er das ja auch wieder, in dem Blick darauf, dass man das eigentlich zu lernen versuchen müsste, Anfang und Ende zu verknüpfen. Und irgendetwas tut ja die Natur ständig und sie tut es auch etwas im Menschen. Ich finde zum Beispiel diese menschliche Erfahrung, dass Kindheit im Alter immer näher rückt, dass selbst das Gedächtnis plötzlich wieder aufwacht für die ältesten Erfahrungen des kleinen Kindes. Ich bin in Breslau aufgewachsen und bin jetzt vor einiger Zeit mal wieder in Breslau gewesen, war dort kostbar für die polnischen Menschen, die dort leben, weil ich ihnen noch die deutschen Straßennamen sagen durfte, die sie nicht kannten. Aber inzwischen noch wieder mal bei einer besonderen Gelegenheit wachte dann plötzlich, weil ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, ich glaube, ich entlarv ein Buch, plötzlich Straßennamen aus der frühesten Kindheit auf, aus meiner Heimatstadt. Also etwas ist selbst in unserem seelischen Haushalt noch von dem richtig, was wir noch können. Ein wenig sich zurückbinden an die Anfänge ist doch eine Grundbedingung, wohl auch den Tod letzten Endes annehmen zu können. Jedenfalls versuche ich so, diesen Satz ein bisschen weiter zu denken. Heidegger hat mir dann zugestimmt, so etwas läge wohl darin. Und er verstünde, warum ich das so übersetzte. Dass darin irgendeine Form von Grundschema von Zeiterfahrung liegt, ist ja wohl ganz offenkundig. Dass wir sehen auf die Uhr, wenn wir sehen wollen, wie es mit der Zeit steht. Was ist die Uhr? Das ist auch eine, die immerfort das Ende mit dem Anfang verknüpft, nämlich die Kreisbewegung. Und so ist alles in unserer Lebenswelt durchwaltet von
der sich selbst sozusagen erneuernden Bewegung. Wir kennen alle den Rhythmus von Wachen und Schlafen. Das gehört für mich zu den großen Denkaufgaben, wie sich die Griechen denken konnten, dass das Göttliche nicht schläft. Dann weiß es ja nicht, was Erwachen ist. Und Erwachen ist doch irgendwo etwas wie ein Wunder. Wir sehen jemanden schlafen. Wir reden von dem Entschlafenen. Wenn er nicht wieder erwachen wird. Ganz nah aneinander, Schlaf und Tod. Heraklit hat darüber Unvergessliches gesagt. Aber so ist es doch nun mit vielen Dingen. Es ist mit dem Atemholen. Diese Atemwende, von der Paul Celan gesprochen hat, dieser eigentümliche Augenblick, in dem das Atemholen sich umwendet in das Ausatmen. Und so kann man überall dieses Grundschema des Rhythmischen, in das wir selber als Lebewesen eingelassen sind. Und vielleicht besteht alle echte Bildung darin, in all dem, was wir an Welt und Erfahrung aufnehmen, diese rhythmische Rückbindung nicht zu verlernen. Gebildet, deswegen sage ich immer Bildung, das muss man nur hören. Bildung heißt nicht etwas, was man macht, sondern etwas, was sich macht. Wir reden von einem Gebilde, von der, auf Lateinisch, von der Formation einer Landschaft, der Gebirgslandschaft oder so etwas. Das alles ist Gebilde. Also etwas, was sich selber in seiner eigenen Zusammengeschlossenheit, in seinem Maß darstellt. Für mich eine Grundkategorie für den Begriff der Kunst, wie Sie aus meinen Arbeiten kennen. Das Gebilde. Und insofern ja auch schon vor tausenden von Jahren in griechischen Texten der Kairos immer mit dem Schönen, mit dem Kalon verbunden. Ja, wobei das Kalon natürlich einen noch viel weiteren politisch-gesellschaftlichen Sinn hat. Ich finde, das Kalon, das Schöne, ist das, bei dem man sich sehen lassen kann. Und das Eison, das Gegenteil, das Hässliche, ist das, bei dem man den Zuschauer vermeidet. Das hat also schön, hat für die Griechen immer die Öffentlichkeit des Forums. Das ist natürlich ein sehr wichtiger Zug in unserer verinnerlichten Seelenkultur des Abendlandes, das nicht zu vergessen. Insofern ist die politische Seite viel tiefer verwurzelt in unseren menschlichen Lebenserfahrungen, auch in unserem Sprechen. Denn bekanntlich gibt es keine Sprache eines Einzelnen. Es gibt nur eine Sprache, die man miteinander spricht. All das sind wir immer in Gefahr zu vergessen, wenn wir sehen, wie man mit Formeln und technischen Hilfsmitteln berechnen kann und machen kann. Das ist alles eingebettet in eine weit größere Lebensaufgabe, die jeder Mensch in seinem Leben zu bewältigen hat. Und wem also der Begriff Bildung zu einem Begriff des Klassenunterschiedes wird, der hat überhaupt noch nicht begriffen, was Bildung ist. Im Jetzt, als diesem glückhaften Moment,
ist ja notwendigerweise die Entdeckung, was Bildung ja letztlich auch beinhaltet. Ja, ja. Vorhanden, aber auch immer das Aporetische, der Entzug. Ja, Hegel hat mal gesagt, ein gebildeter Mensch ist ein Mensch, der mit den Gedanken des anderen mitgehen kann. Der also seine Selbstliebe, seinen Narzissmus überwinden kann, sodass er hört, was der andere sagen will, wohlverstanden. Und die Logik ist das etwas kümmerliche, wenn auch sehr wichtige Instrument, mit denen die Menschen dann aneinander vorbeireden. Es gibt ja das herrliche Beispiel der sogenannten Unlogik der Frauen, nicht wahr? Dass sie in gar nichts anderem besteht, als dass sie zu logisch sind, wo es nicht hingehört. Diese Karikaturen, die stimmen ja gar nicht im Allgemeinen. Sondern natürlich ist in der Leidenschaft, gebraucht man die Argumente dann, also etwa in einem Ehezwist oder so, gebraucht man also die Worte mitunter dann ohne logischen Zusammenhang. Aber da steckt dann immer eine tiefere Logik dahinter. Ja. Und dem so logisch scheinenden Mann gehen nur alle Pferde seiner Gemüthaftigkeit durch. So ist es. Nein? So ist es, ja, ja. Wenn die Sprache neben diesen Entgleisungen oder den notwendigen Klärungen, die darin auch liegen können, letztlich doch so geheimnishaft bleibt, dass sie auch nur umschreiben kann, wie zu Anfang gesagt, was dieser günstige Augenblick und das rechte Maß in diesem günstigen Augenblick ist, können Sie sich so weit ausstrecken in dieser Aporie, dass Tod auch ein Kairos sein kann? Es ist natürlich eine menschliche Aufgabe am Ende und man empfindet es wohl auch oft. Also etwa das berühmte Mehr Licht von Goethe oder was so letzte Worte sind. Es ist schon erstaunlich, wie sich mindestens in der Legende der letzten Worte eine Antwort auf Ihre Frage zeigt. Irgendeine Art von Zusammenfassung und Annahme liegt ja wohl in den letzten Worten. Wahrscheinlich ist doch die ganze Legendenbildung um die letzten Worte von dieser menschlichen Grunderfahrung bestimmt, dass man den anderen als den Sprechenden gekannt hat. Und nun ist er auf ewig verstummt. Und dann ist das letzte Wort mehr als alle anderen. Das ist schon ein Chaos. Und damit vielleicht diese letztendliche Zielsetzung des Alkmaion, Anfang und Ende zu verknüpfen. Vielleicht. Ich kann das Wort bei ihm, ich habe viel über das Wort natürlich nachgedacht, dass es zunächst zeigt, dass sich die Natur sonst immerfort erneuert. Und es insofern kein Ende gibt. Die Spezies, also die Gattungen, die Tiere und so weiter, das also, und die Mikrolebewesen und all so etwas, das sind neuere Ergänzungen zu einer Grunderfahrung, die jeder Mensch zunächst macht. Wie dieses Sein der Natur ein einholt im Sterben, gibt einem vielleicht diesen günstigen Augenblick zum Ja sagen. Ich weiß es nicht. Das Vorlaufen zum Tode, das hat Sternberger seinerzeit in einer scharfen Kritik an Heidegger ein bisschen kurzgreifend
aber doch richtig empfunden, dass das Vorlaufen zum Tode eigentlich immer auch notwendig das Wegbringen des Todes bleibt. Ich habe einmal in einer kleinen Arbeit mich des Märchens, Sie erinnern sich vielleicht, erinnert, das mir als Kind einen riesigen Eindruck gemacht hat, dass jemand aus irgendeinem Grunde und auf andere Weise in das Haus eingelassen kommt, wo alle Lebenslichter der Menschen brennen. Und der Zwerg oder der Führer, der dieser führt, an den denken sie sich, wo ist mein Licht? Und dann ist es vielleicht sehr untergebrannt oder es flackert schon. All diese Erfahrungen von Helligkeit und Erlöschen, die Lebenslichter darstellen. Ein sehr tiefsinniges Märchen, in dem sich der große Segen spiegelt, dass wir nicht die Stunde unseres Todes kennen. Die Griechen hatten das mit dem Namen des Prometheus verbunden, also des Gottes, des göttlichen Titanen, der durch seine Vorausschau, wie der Name sagt, ausgezeichnet ist. Und er wird deswegen als der Erfinder aller Künste gerühmt. Aber diese Leistung, das ist ja der Feuerbringer, und das Feuer ist natürlich doch eine der allerersten Menschwerdungsleistungen, dass man das Feuer beherrscht, dass man Feuer machen kann, dass man auf diese Weise also etwas in die Hand bekommt, das kein anderes Lebewesen kennt. Es war deswegen auch gegen die wilden Tiere sicherlich wichtiger als die Wärmespendung und der Übergang zum Gekochten, das hat ja die Strauss inzwischen behandelt. Ja, das Wichtigste ist diese Abwehrwaffe, die es war. Nun, Prometheus, was ist sein großes Verdienst in dem Drama des Aischylos? Er hat den Menschen, die stumpfsinnig hinvegetierten, solange sie die Stunde ihres Todes voraus wussten, dieses Wissen genommen und hat ihnen dann das Feuer und alle Künste gegeben. Hat es dann gegeben oder hat er es dadurch gegeben? Hat er, weil plötzlich wieder ungewisse Zukunft da ist, auch Öffnung aller Lebensgeister und Schaffensgeister im Menschen geweckt worden sind? So tiefsinnig hängt Tod, seine Verborgenheit und seine Unausweichlichkeit mit der Energie des Lebens zusammen.